Ja, der Kern einer Matrix ist eigentlich relativ schnell geklärt. Das sind alle Punkte, dessen Bildpunkt jeweils der Ursprung ist. Also, ich suche von einer Matrix, ich nehme jetzt mal eine aus dem Beispiel auch vorher, alle Punkte, die auf den Ursprung abgebildet werden. Ich schicke einen Punkt rein in Vektorschreibweise, kriege einen Bildpunkt raus und das soll der Ursprung sein. Und sämtliche Punkte, die auf den Ursprung abgebildet werden, bilden entsprechend den Kern. Das muss dann nicht immer zwangsläufig der Ursprung sein. Ihr werdet sehen, was hier gleich passiert. Kurz zu der Schreibweise nochmal. Entweder ist es euch egal oder ihr habt darüber gesprochen. Wir haben eine Abbildung Alpha, die all das, was ich reinschicke, in diesem Fall die Menge von Vektoren mit zwei Komponenten, alles wird abgebildet auf die Menge von Vektoren, wieder mit zwei Komponenten. Deshalb steht das da oben rechts. Wir haben eine 2x2-Matrix, schicken entsprechende Vektoren R2 rein und es kommen auch wieder Vektoren R2 raus. Hier kriegen wir ein Gleichungssystem raus. 2x plus 2y, Zeile mal Spalte gleich 0. Gleiches Spielchen hier. Das kann ich lösen. Ich nehme unten mal 2 und dann ziehe ich beides voneinander ab. Es bleibt übrig 0 gleich 0. Jetzt muss man ein bisschen mit Lösungsverfahren rumhantieren können. Die einen machen an der Stelle dann, schreiben das y noch hin und dann müsst ihr schreiben, sei y gleich t und dann kann ich entsprechend einsetzen, die nächsten Stellen direkt um. Das könnt ihr im Prinzip machen, wie ihr wollt. Wenn ich es nach dem Prinzip mache, sind viele immer durcheinander. Ich nehme jetzt mal das Offensichtliche. Dann hätte ich eigentlich auch römisch 2 nehmen können. Ich stelle das nach y um. 2y gleich minus 2x. Y geteilt durch 2 jetzt noch. Y ist gleich minus x. Das heißt, wir haben eine Gerade durch den Ursprung mit der Steigung minus 1. Das würde im Bild so aussehen. Das heißt, alle Punkte, die auf dieser Geraden liegen, würden auf den Ursprung abgebildet werden. Das heißt, machen wir mal einen Test. 5 und dann minus 5 liegt entsprechend auf der Geraden. Schicken wir hier oben rein. 5 und minus 5, jetzt heißt es Daumen drücken. 2 mal 5 plus 2 mal minus 5 ist 0. 1 mal 5 plus 1 mal minus 5 ist 0. Check. Und so ging es mit allen oder würde es gehen mit allen Punkten, die auf dieser Geraden liegen. Also der Kern der Matrix ist nicht nur ein einziger Punkt, sondern alle Punkte, die auf dieser Geraden liegen.